Dann, na dann. Grüße. Ja, Grüße. Grüße. Wie so ein NPC, wie so ein Hauptcharakter von so einem BioWare-Spiel. Wenn ein Charakter steht. Grüße. Besucher meldet sich zum Dienst, Sir. Wir sind die Commando Elite. Alles andere ist nur Spielzeug. Da, hey. Sind meine Stiefel dreckig? Da läuft was. Oh, da ist ein Wegpunkt. Wegpunkt. Und ich glaube, das ist irgendwie so die Hauptstadt und in dem Gebiet, weil auf der Karte sehe ich voll viele Sachen wieder. Was du nicht mal siehst, ey. Oh. Okay, hier ist auch eine Quest irgendwie. Die wir abgeben können oder so. Oh, das ist der Alchemist, Daniel, den wir aufsuchen mussten. Der arme Mann muss damit alle Hände voll zu tun haben, so viele Verwundete zu behandeln. Ich packe alles zusammen, was ich entbehren kann und schicke also, es ja. sofort. Das war ja einfach. Dann haben wir hier wieder eine neue Quest. Cory in the house. Warum seid ihr hier? Das Hügelland ist meine Heimat. Keine Ahnung, warum sind wir alle hier? Das ist nicht eine der größten Fragen des Lebens. Warum sind wir hier? Wer wird ihr zu Hause beschützen? Ich würde nach ihnen sehen, aber die Straßen sind nicht sicher. Vielleicht könnt ihr meinen Vater vielen aufsuchen und nachsehen, ob sie mich brauchen. Ich habe unter Norberg-Grenze über meinen Soldaten, ja. Yeah. Okay. Na, da kommt auch von dir irgendwie. Würdest du, wenn ich mit einem Typen rede oder so, weiß ich nicht wo. Na, ich habe da auch bei Gegnern schon gesehen, so. Na, dann weiß ich nicht, Daniel, was das heißt. Ist irgendwie ein römischer Soldat oder so, gibt es Leute irgendwie so Glorbeerkränze, nennt sie irgendwie zu Centurius oder ja, so. Die Schützen vor Kopfverletzung. Nein, die Schützen vor Kopfverletzung. Ja. Ah, das ist ja gar nicht der Daniel, das ist ein NPC. Das kann ich hier nicht tun. Und was? Da geht's nicht rein. Hier geht's auch nicht weiter. Wir sind schon wieder in der Stadt. Hier kommt man nur zu Pferd weiter. Ja. Man springt einfach über die Wand. Über die Mauer. Über den Mond. Die Kuh, die über den Mond sprang. Beste Story ever. Schlangen! Ja, wie bei Turnhafen. Schlange! Ich bin noch nicht bereit. Bitte da deine Schlange! Nee. Dann ist so ein Two and a Half Man, der Jake, der ärgert Charlie und sagt die ganze Zeit. Wieso hat der Angst vor Schlangen oder was? Nein, aber die gucken sich, wie heißt das auf Deutsch an, also der Film Jaws, wie heißt der auf Deutsch, Der Weiße Hai? Mit dem, der große Weiße Hai, genau, so, der Weiße Hai, ja, so ist der Film. Und Jake beschwert sich die ganze Zeit, dass dieser alte Film voll gar nicht gruselig ist. Und dann redet er darüber, wie gruselig der Film ist, ein Flugzeug voller Schlangen mit Samuel Jackson. Ja, ja.
Ja, der redet halt wie der Überraschungsfaktor. Du machst den Koffer auf und dann ist da Schlange! Oh. Oh, ein schwerer Helm. Der ist sogar um eins besser. Nimm das Bambi. Ey, Junge, was geht, Bambi? Okay. Hast du irgendwie so ein besonderes Skelett oder so? Weil das kann ich nämlich sehen. Nicht, dass ich wüsste. So ein mit so einem Schild und so. Die haben alle ein Schild. Ja, aber den konnte ich als einziges hier gerade sehen. Ja, kann ich dir auch nicht helfen, dann ich weiß nicht, was bei dir da los ist. Ja, der eine ist gerade aufgestiegen, weißt du? Ja, dieser scheiß Schild, dann kann ich nicht angreifen. Direkt schon in die nächste Stadt. Breschsteig. Wegpunkt. Nächste Quest. Mein Gott. Fußpilz. Wie kann ich euren Kummer lindern? Ich hab da so eine Waffe, ich hab da eine Axt, weißt du? Die Lage schlimm. Hier können wir euer Leben bereichern und besser machen. Ich bin hierher gekommen, um etwas Geld zu verdienen. Du meinst wohl beenden. Vielleicht etwas Essen zu schicken. Spoiler, es involviert eine scharfe Waffe. Genug liegen zu lassen, um sie zu besuchen. Und ich verdiene nicht genug, um sie zu mir zu holen. Ach. Also müssen wir sie für ihn besuchen. Das meinem Sohn in Tatk zu bringen? Ich weiß, dass er und die anderen es mehr brauchen als ich. Sollte Finger von euch? Ich kümmere mich darum. Ihr bringt meinem Sohn meinen Finger. Ja, ich bin der Helfer in Natur. Ich kümmere das mich darum. Kann ich hier nicht tun. So, oh, ich kann wieder Belohnung einfordern. Regionsfortschritt. Oh, Fertigkeitspunkt. Her damit. Ich will auch ein Vorder. Und für alle Charaktere auf diesen Realm freigeschaltet. Boom. Ich habe da auch einen gefordert. Sehr gut. Grausige Heilung. Wenn ihr weniger als 50% Leben habt, erhaltet ihr 10% Heilung aus allen Quellen. Ugh. Ich meinen Schreien. Heilig verdammt. Ich weiß langsam aber auch nicht, was ich hier hochleveln soll jetzt. Passive Fähigkeiten. Also ich tue meine Fähigkeiten, meine Hauptfähigkeiten auf erhöhen den Rang. Ja, wäre auch eigentlich eine zwei gute Idee. Zwei habe ich jetzt schon auf 5, also maximal. Ich will die ganze Zeit passive Sachen hier hochleveln. Steinhart. Was mit mehr Dornen? Ja. Holz wird sich wie Gras im Wind biegen, wenn die Geister kommen. Oh. Physische Barrieren allein werden nicht ausreichen. Und eure Talisman. Bin ich ein bisschen zu Lahn, die rangelaufen, die erzählt mir schon was. Okay. Hier ist wieder eine neue Quest. Hier oben. Was geht? Braucht ihr Hilfe? Nicht hinsetzen.
Rassel hat sich mit den Rittern eingeschlichen und sich als ich wollte mich hinsetzen. Hat etwas gestohlen, das mir gehört. Daniel? Vor 2 Wochen wurde ein Gesetz angeboren, Gloran Feier sei gepriesen. Doch die Mutter ist schwach. Darcel hat den Runen-Talisman gestohlen, den ich ihr zu Hause überlassen hatte. Sprich das mal aus, Daniel, was da stehen. Ich nur schnelles Geld machen. Er könnte Mutter und Kind damit verdammt haben. Kümmert euch. Daniel ist einfach nur so müde Stöhnen von sich. Ja, war sicher doch. Ich hasse das schon, wenn der R von Toys R Us verkehrt rum ist. War das umgedreht? Ja. Ja. Deshalb musst du das halt rückwärts aussprechen, das R. Jetzt ist ja das mal anders im Überlegen, was? Aber das ist doch ein englischer Laden, oder? Also aus Amerika, oder? Ja. Oder weiß ich, Toys R Us. Ja, die haben. Ist aber verkehrt rum, das R. Was hat denn das damit zu tun, dass das andere aus dem anderen Land kommt? Das ist trotzdem verkehrt rum, das R. Ja, das ist doch nicht so eine Aussprache. Ja, du musst halt rückwärts aussprechen, weil das verkehrt rum ist. Toys R Us. Nein, das R musst du aussprechen. Mach mal mit der Hauptsache. Ich hab den Daniel gebrochen. Wie heißt die Hotline Arschgeil? Die Herzen schlagen. Ach, Arschgeil. Geil, okay. Donan schickt mich. Arschgeil. Arschgeil ist dasselbe. Wir sind es, die dieses Dorf mit unserem Leben schützen. Nicht aus wie ein Ritter. Das ist ein Ritter, der da im Hintergrund. Aus dem Geister steigen, um das ist Omas. Jorin. Bald sind sie hier. Helft und Arschgeil. Uns, sie zu bekämpfen. Ich suche einen Dämon. Ganz ruhig, Arschgeil. Ah. Das war's also. Kämpfen? Ich kämpfe immer. Dieser Tag wird immer besser, nicht wahr? Der Dämon ging den Hügel hinauf, zu Eridas Reich. Aber falls ihr nicht selbst zum Geist werden wollt, solltet ihr nicht dorthin gehen. Bleibt lieber bei uns. Ich kann euch zu Arida führen. Auf gar keinen Fall. Ich komme zurecht. Nein. Donan vertraut diesem Reisenden. Das sollten wir auch. Sagt Bescheid, wenn ihr bereit seid. Okay. Darauf, was im Nebel lauert. Und kehrt schnellstmöglich zurück. Sind wir bereit? Wir sind bereit. Wir sind bereit. Gehen wir. Dichter Nebel hängt. Erzähl mir von Arida. Daher führt der schnellste Weg zu den Hügeln gen Osten, durch die Hügel der Tränen. Mein Gott, gibt's hier eigentlich keine Orte, die irgendwie man einen Namen hat? Nein. Der Mountain der Folter, der Hügel der Tränen, der Wald der Todesschreie, das Waschbrett der Vergeltung. Die Stadt der potenziellen Mörder. Der Löffel des Abschaums. Das böse Handtuch der unermesslichen Qualen. Das Auge brennt mit dem Feuer des ewigen Hasses. Ja. Ich muss warten. Komm her. Du kannst das nicht reiten, Daniel. Komm her. Ja, vielleicht müssen wir. Wer hat denn was von reiten gesagt? Machst du das, Mensch? Du musst ihn erst töten, damit du es reiten kannst. Genau. Genau. Du musst erst schwächen, damit ich jetzt fangen kann. Wie war ein Pokémon? Ja. Oder dieses Pokémon-Spiel mit Knarren. Ja. Kommt irgendein Spiel, das ist wie Pokémon halt, aber die haben Knarren. Ja, Pokémon Gun, ne? Pokémon Schwert, Schild und dann Pokémon Gun. Euer Spiel Pokémon Radical Radical. Aua. Shady Pinguin macht die ganze Zeit Streams bei denen, der nicht schläft, der dieses Spiel spielt. Na, ist klar. So 11 Stunden Videos oder so, weiß ich nicht. Das ist ein Grizzly Bear.
Das ist ja ein Toter, aber der verfolgt uns einer. Oh, der, ja, der ist ein Schmied, der hat einen Knochen in der Hand. Oh ja. Ich dachte, du meinst ein Spieler oder so, aber ne. Nee, das ist ein NPC, der gehört zu uns. Zu meinem Bedauern. Ich krieg ja mal alles hier in der Umgebung. Ich bin noch nicht bereit. So. Wo ist denn der Eingang zu den Hügel der Tränen? Tal des Übergangs. Da vorne ist ein Grabhügel. Die gebrochen und hätten den Grabhügel zerstört. Hat das etwas mit dem Nebel zu tun, der sich in den Hügeln ausbreitet? Ja, Moment. Warum ist der Durchgang blockiert? Weil der zu ist. Wollen wir mal anklopfen? Ja. Versiegt. Ja, war ja klar. Doch da steht etwas. Scheinen alte Druidenrunen zu sein. Wenn jetzt einer von uns mal ein Druide wäre, ne? Das Heulen von... Dann würde er sagen, Roger. Sie kommen. Schnell. Also gut. Spricht der Englisch? Ein Sprechgesang. Sprich, Freund, und tritt ein. Melon. Haltet sie fern. Was ist das elbische Wort für Freund? Melon! Ja. Ich muss warten. Oh nein, das sind die mit den Blitzen, oder? Grün, ich glaube nicht, dass die Blitzen. Also dann ist halt kein Geist, sondern eine Banshee. Cry of the Banshee! Er kommt ja irgendwie aus der skottischen Mythologie, die Banshee. Ja, kann sein. Geister! Die Kreaturen der Tiefe kommen. Es hat funktioniert. Etwas reißt die Geister aus ihrer Ruhe. Wir sollten uns beeilen. Hier. Da ist nur der Typ neben mir. Er tut die Geister aus der Ruhe hier rausziehen. Dann lässt er die für sich kämpfen. Da gewöhnt man sich. Bonk. Bonk. Säcke. Geister. Ja. Nicht wirklich, ich kann da durchschießen. Diese Kammer, sie ist genau wie mein Vater sie beschrieben hat. Ihr wart noch nie okay. Hier. Ich kenne nur die Geschichten, die er erzählt hat.
Erida hätte den Pfad der Toten nicht auf diese Art versperrt. Die Geister sollten frei durch die Erde wandern. Lilith, war einfach durch die... Merkwürdig. Die Tür ist mit einem irdenen... Ja, Daniel, Geister wandern durch die Erde. Was hat mein Vater darüber gesagt? Schutzsteine, das war's. Wenn ihr mir von den Grabhügeln in der Nähe... Jeder Geist sollte frei sein, um die Erde zu wandern und jeden zu töten, den er sieht. Ja, aber jetzt müssen wir Steine essen. Runenverzierten Hinkelstein. Boah. Jo, was geht? Stone Cold Crazy! Das ist der geilste Moment überhaupt. Zugabe, Zugabe! Dieser dicke, dicke! Welcher dicke! Ja, ich liebe die Beziehung zwischen Miraculous und Obelix in der Film. Ja. Miraculous geht ihm einfach nur auf die Nerven, ey. Der ist voll crazy. Ich bin noch nicht bereit. Eine meiner Lieblingsszenen war auch hier, als sie diesen einen Römer hier den Zaubertrank hier verfüttert haben. Ja. Der war auch geil. So. Der ist dann gestorben. Ne, der ist dann am Ende weggeflogen. Naja, der ist irgendwie federleicht geworden und kann durch die Luft fliegen. Ja. Dieser Druide mixt irgendeinen verrückten Trank und lacht dabei wie ein Verrückter. Da kommt die gemächlich. Ich glaube, da ist ein Boomer. Nein! Ich muss warten. Oh Gott! Nein! Vor allem jetzt ein Gegner, ja. Ja, warum hätten der so viel aus? Kannst du mich hören, Daniel? Ja, ich höre dich. Ja, mein Controller geht die. Ja, Batterien alle. Ich hab schon gedacht, dass da irgendwas. Der geht die ganze Zeit aus, hier. Ja, die Batterien sind doch leer. Hast du gesagt, ne? Ja. Neue Batterien reintun. Ich hab schon gewundert irgendwie. Der Vegas holt wieder auf mit den Toten. Mit den Sterben, meine ich. So, Expertise. Das ist ja von uns bereits irgendwo so. Was soll ich das nächste Mal nehmen? So. Okay. War es wieder fertig? Ja, toll. Was denn? Hat er gestorben? Ja, ich bin jetzt immer wieder ausgefallen, der Controller. Ey. Da ist schon neue Batterien rein oder was? Ja. Ah! Ja, das war grad.
Ich meine, hätte er nicht sein können, dass irgendwie ich als einziger heute sterbe, ne? Ja, das war wieder unnötig. Oh, du bist irgendwas am Tragen anscheinend. Ja, ich hab was aufgenommen. Aber du hast den Hinkelstein oder was? Ja. Und schmeiß ihn auf den Tür. Was hier machen oder so, keine Ahnung. Hier muss er, glaube ich, reintun. Jetzt wollen wir hier so am Glänzen. Oscar. Gesundheit. Vielleicht besänftigt das die Toten. Zumindest ja, deine scheiß Mucke besänftigt die Toten. Kauft mal ein Mixtape. Oh, ich hab's geöffnet. Das ohne zu singen. Auf dem Altar steht etwas geschrieben. Gott sei Dank begegnen. Wir sind ja nicht hier der König der Valuta, ey. Bei Wurzel und Stein, bei Tränen und Leid. Den Typen finde ich cool. Wir tragen die Flamme in Ewigkeit. Dabei macht er überhaupt tote nichts. Augen aus Asche und Glut. Ich weiß, aber der hat irgendwie Stil, der Typ. Und unser Blut. Ah, ja. Ein Klagelied, das von Eridan. Und der reitet aufs Leben hier. Das ist eine Gedenkstätte. Auf seinen Kommandanten reitet er jetzt. Er ist ein Pferd. Und sein Schiff, das ist die Einherhalle. Ja. Die Ein. Ja. Ein Heri, ja. Ein Heri. Sind irgendwie so, weil ich glaube, da waren irgendwie Soldaten, irgendwie den. Das hat es mir, glaube ich, irgendwie erklärt in einem Part, ne? Ja. Irgendwie so Krieger von Valhalla, von den Valkyren, irgendwie sowas. Ich bin noch nicht bereit. Weggesagt. Oh, da gehe ich nicht rein. Ich treffe nicht. Das ist mal Sumpf. Ich bin noch nicht bereit. Oh, Vorsicht. Lilith. Sie muss diese Helden ihrem Willen unterworfen haben. Oh, ich habe eine Sense gefunden. Würde das niemals dulden. Es sei denn, oh, ihr ist etwas zugestoßen. Das wissen wir noch nicht. Kommt. Na. Boah. So viele meiner Brüder. Nicht so gut wie deine. Zu begraben. Ich kann ihre Gesichter nicht vergessen. Ayo, Bonk. Die ich lehrte und alle, die wiederum mich lehrten. Da. Und eine Zeremonie. Das haben wir jetzt hochgelevelt. Spüre ich die Bedeutung ihres Opfers. Ich muss warten. Ja, dann wir vorbeilaufen. Hey, du Benji, ich kann auch schreien. Ich muss warten. Oh, ja, die Schafe sind.
Oh, aufgelevelt. Das muss das Hügelgrab der Ältesten sein. So viel entweiht. Dämonennarben auf ihrem Grab und Druidenrunen, um die Toten zu erwecken. Diese Runen, dieser zarte Hauch, das ist Eridas Werk. Warum hat sie sich mit einem Dämon zusammengetan? Ich habe schon andere unter Liliths Kontrolle geraten sehen. Also nie vorher passiert in diesem Spiel. Die Toten in Frieden ruhen zu lassen. Was sollen wir tun? Wir müssen sie aufhalten. Genau. Lösungen finden sich vor uns, nicht hinter uns, wie Vater sagt. Oh, bist du wieder am Skillen? Das ist ja auch eine Stimme von der Frau, oder Daniel? Nö. Muss mit der. Ich habe so ein Ding angelegt. Erzählt mir das Buch eine Geschichte. Hier. Hier da. Was würden die Urahnen von mir denken? Mein Volk vergisst die alten Sitten. Es wird schwächer. Es sucht in der Kathedrale. Wünsche, wird mit echten Büchern auch passieren. Sogar ja, dass dir die jemand vorliest, ne? Und doch bleibe ich. Das nennt sich Audiobuch, du Analphabet. Wie alles verschwindet. Das gibt es schon dann. Verdammt. Persönlicher Questvorsprung gespike. Ich bin noch nicht bereit. Gehört. Etwas. Ah ja, der T-Rex. Ein mächtiges Tier aus der Kreidezeit. Ah, ich habe ein Schild. Ich könnt... Da haben eure Blitze keine Chance. Was das Schwert? Also perfekt. Das war einer der verehrten Toten. Der folgt uns nicht mehr. Nein. Zu den Würmern. Mögen sie Ruhe finden. Glaubst du, wir würden uns so leicht zu den Toten gesellen, Junge? Oh, Champion. Wie habt ihr es hierher geschafft? Champion Rüstzeug. Wir müssen ein Schwert. Ganz schön mutig von euch. Ganz schön dumm. Na, lass mal mit Carlo hier reden. Was ist hier passiert? Erida war mit einer gehörnten Frau hier. Nicht ihre normale Gesellschaft, das steht fest. Ah, Lilith. Ich liebe einfach, wie einfach jeder hier irgendwie dieses Auftreten von Lilith hier irgendwie voll normalisiert hier. Oh ja, da war ein Dämon, den haben wir gesehen. Ist da hinten hingegangen. Ja, die war unterwegs mit so einer Frau mit Hörnern. Ja, war schon ein bisschen merkwürdig. Ich werde hier bleiben und die beiden beschützen. Wer nimmt hier keine Situation ernst aus, Alter? Die Steine verteidigen uns, Junge. Ich erinnere mich. Ja, also, dass ich einfach was gegen die Fäule machen kann, Daniel. Genau. Das ist doch so. Was sollen sie denn machen? Die auflecken? Ich weiß nicht, was die dagegen. Du bist so einer, der sagt, jetzt macht endlich mal was gegen Krebs. Das ist schlimm. Das ist schon wieder so ein Schatztyp. Schätze! Ah, ne, den kriegst du nicht. Ich prügel ihn. Das ist doch gar nicht wert. Das ist doch eigentlich gar nicht wert, ey.
Hätte ich jetzt mal die Fähigkeit Knochengefängnis, dann könnte ich den einsperren. Ich bin noch nicht bereit. Goldene Rose. Herr geblieben. Herr damit. Herr damit. Claymore. Ich werde übergezogen. Ja, damit. Ja, damit. Ja. Ich bin noch nicht bereit. Ja. Legendärer Handschuh. Oh, legendärer Postschutz. Ha, der Schwächer. Verdammt. Na gut. Ich bin noch nicht bereit. Hauha. Und der Blitz schon wieder, ja. Da war eine Person. Ja. Ich bin noch nicht bereit. Das beste Symbol auf der Karte, die wir angreifen müssen. Ja. Das ist mein Schild aus, so blödes Skelett. Ich muss warten. Ja, da war irgendwo eine Truhe. Blöden Bienen. Ich bin noch nicht bereit. Ich muss warten. Hm.
So, erledigen wir den nächsten Auferständerten. Ich muss warten. Verständete. Die Bienen schon von weitem hört. Ich bin noch nicht bereit. So. Die Straßen sind jetzt frei. Wir müssen nach Braystack gelangen. Dort ist es sicherer. Wir haben bis hierhin durchgehalten und Schlimmeres oh, überlebt. Das heißt doch frei sein, glücklich und frei sein. Unsere Pferde werden. Braystack. Dort wimmelt es von diesen Dummschwätzern der Kathedrale. Bitte, Arlo. Nur vorübergehend. Vielleicht sollten wir mitgehen, Paps. Also die beiden winzig. Nun. Ich will in den Vatikan. Ich werde mich um Erida. Ja, hast du eine Situation mit Dämonen, braucht man erstmal ein Bier. Das werde ich. Danke. Ich habe gerade beide Eltern verloren. Ich brauche erstmal ein Bier. Ich habe meinen Mund verloren. Ich brauche ein Bier. Oh, scheiße. Oh. Hm. Oh, sind schon wieder da. Der Geist hat auf den Stumpf da drauf gehauen, ne? Gut getroffen. Zum kaputt machen. Noch mehr Auferständerte. Streitkolben. Mein. Ich habe mich mal lieber. Oh, das ist so ein Schreien. Das hat sich wieder in Blitze verwandelt. Doof. Wir sind zu spät entdeckt, glaube ich. Nein. Ja, glaube ich, ein bisschen mehr geholfen. Weil früher gefunden hätten. Mal, warum ist denn jetzt das ganze Equipment, das ich hier finde, alles schlechter? Sie geht schon erhöht, dann kann es nicht mehr besser werden. Ich bin noch nicht bereit. Habt ihr dieselben Zeichen, wie ich gesehen? Ja.
Volk ist nicht bereit, sich dir zu stellen. Noch nicht. Ihr seid bereits stark. Tretet vor. Au. Dun, 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 dun. Oh, da ist noch einer. Müssen nicht heraustrinken. Treff einfach vorbei. Ich bin noch nicht bereit. Lauf dir mit halbem HP herum. Von dem Heiling vorbei. Nur einer von uns wird diesen Ort lebend verlassen. Also lasst uns für einen Moment den Sturm genießen. Die Musik. Ja, wir sind drei. Die Toten bringen in diesem Moment euer Volk um. Einige werden sterben. Ja. Aber das ist der Weg der Natur. Sie ist ein Schmelztiegel. Sie verschlingt die Schwachen und macht die Starken stärker. Und die Überlebenden werden dieses Land vor der Hölle retten. Die Lügen der Dämonen blenden euch. Nein, nein, das ist meine Entscheidung. Lilith hat mir nur die Macht gewährt, zu tun, was getan werden muss. Und was habt ihr ihr gegeben? In der Wildnis muss man sich alles verdienen, selbst Wissen. Zeigt, dass ihr würdig seid und ihr erhaltet eure Antworten. Okay, wir zeigen dir, wie viel Wissen wir haben. So lange da. Weiß ich auch nicht. Ich bin noch nicht. Ja, das ist irgendwie voll episch. Ja. Mit einer alten Frau. Die hat mich gekillt. Aua, aua, aua. Ah, die Telekom ist schon mal weg. Ich muss machen. Ich hatte doch noch voll Energie. Boah. Oh nee. Mein Golem greift die an.
war Daniel, sieht wieder da auch. Was soll diese Phase bewirken? Ich bin noch nicht bereit. Oh, nichts. Dass die unverwundbar ist, um den Kampf in die Länge zu ziehen. Ja, irgendwie bringt er hin. Oder die heilt sich, was weiß ich. Das ist eigentlich nur Zeitverschwendung hier gerade. Mein Schild weg. Ich sehe. Was? Wir haben schon die Hand gebracht. Nein. Nein. Oder. Oder. Das ist aber gut. Diese Wiederbelebung, die bleibt an dem gleichen Punkt, wo ich aufgehört hatte. Da war die Hüterin der Toten, die war dein Senpai. Ja. So intelligent sind wir. So soll es sein. Was habt ihr Lilith gegeben? Ich habe ihr von den Schutzmechanismen um Astaroths Gefängnis erzählt. Wie man sie überwindet. Warum? Weil sie nett gefragt hat. Mein Volk hat vergessen, was nötig war, um Astaroth zu besiegen. Sie müssen es wieder lernen. Wenn sie ihn nicht besiegen können, wie sollen sie sich dann der ganzen Macht der Hölle stellen? Ich halte euch für verrückt und potenziell gefährlich. Ein abgenutzter Stiefel, geil. Oder das ist sogar besser um eins. Okay. Na, dann mal wieder zurück. Nach Braesteig. Nicht solange ich in der Stadt bin. Was geht? Wir haben sie gefunden. Nun hoffentlich Frieden gefunden. Sie hatte einen Unfall. Ich hätte nie gedacht, dass es dazu kommen würde. Heldenmut und Opfer sind im Lauf des Schicksals oft miteinander verbunden. So sprach meine Mutter. Ich muss Vater erzählen, was geschehen ist. Was Lilith getan hat. Wir können nicht zulassen, dass sie noch mehr zerstört. Persönlicher Quest-Fortschritt gespike. Was nennt man
Flint. Besserer Ring. Okay. Dann kommt ja wieder ein kleiner Schnitt.